Schönen guten Abend, ihr Nachtpirscher. Willkommen zurück in den Untergründen Londons. Wahrscheinlich gleich in einem Labor. Komische Stelle hier. Ach, guck mal. Balltech. Aha, Freunde. Guck mal da. Wow. Ein Angel-Mitarbeiter. Kommandomesser. Angel-Arbeitsanzug. Und ein Helm. Und Knochen des linken Fußes. Alles andere weggeschossen. Kann man hier in den Tanks was sehen? Hier sind tatsächlich leer. Guck mal. Noch niemand drin. Ah, guck mal, hier haben wir schon. Hier geht es dann wahrscheinlich richtig rein. Also der Zug ist tatsächlich anscheinend in so einen Lagerraum reingerauscht. So, was hat er? Jetzt müssen wir mal kurz prüfen, was er so an Klamotten mitgebracht hat. Angel-Arbeitsanzug. 5 Rüstung. 15. Ah, guck mal. Das kann ich unter Rüstung ziehen. Sonst würde jetzt die Rüstung hier blinken. Guck mal, wenn ich jetzt einen Helm anlege, dann blinkt das. Weil was ersetzt wird. Aber hier, den kann ich. Oh, das ist ja geil. Weil wir haben aktuell nur diese Polizeiuniform an. Die wiegt einfach nur 3 und macht nichts. Kann also weg. Und dann kann ich meine Mütze auch, glaube ich, wieder aufsetzen. Und den Arbeitsanzug. Das verleiht uns dann ein bisschen mehr Rüstung und Resistenz gegen Laserwaffen. Cool. Aber der Helm würde jetzt. Das haut nicht hin. Also kann der gleich wieder weg. Krass. Boah, den kann man bestimmt später auch ein bisschen verbessern. Schon mal nicht schlecht. Und wenn man jetzt denkt, ist ja nur ein Arbeitsanzug, vielleicht findet man ja auch noch Rüstung von hochrangigen Personen. Jetzt gerade in der Durchgang, ne? Ach, schon wieder diese komischen Bots, ey. Und die sind auch immer feindlich. Das war schlecht. Oh. Also das ist echt hart. Oh, die werden da stehen. Nee, doch nicht. Ich meine, ist ja geil, dass ich keinen Schaden mache, aber. Ja. Was ist das bitte? Oh, Alter, das. Also der Schaden, der ist ja unterirdisch. Der existiert ja quasi nicht. Also war. Oh, der Schläger, der Hund. Ja, aber echt Glück, dass die keinen Schaden machen. Sonst würde das hier immer ganz anders ausgehen. Ja, ich musste mir mal mein Mikro und meine ganzen Bierflaschen vorbeiholen. Mit dem wieder der übelste Assi. So. Oh, jetzt haben wir hier. Die sind alle aktiv. Da werden ja wohl keine sinnvollen Sachen dran stehen, oder? Schon alleine, weil ich jetzt hier bugge. Oh nein. Oh doch. HR-Log 1.
Dieser Monat war für die Personalabteilung ausreichend. Wir haben alle Themenwünsche erfüllt. Den Wissenschaftlern sind die Straßenkinder und Landstreicher, mit denen sie experimentieren können, noch nie ausgegangen. Andererseits hatten wir Mühe, tatsächlich neue Wissenschaftler zu finden. Okay, vielleicht müssen wir uns auf die Anwerbung der vernünftigeren Sorte beschränken. Dem Direktor gelang es, Wissenschaftler aus anderen Laboren abzuwerben. Sie waren darüber nicht erfreut. Dieser Ort hat einen schlechten Ruf, sogar in Engelskreisen. Ihre Bedenken sind unbegründet. Die Regeln hier sind wie beabsichtigt. Locker. Es ist der Traum eines jeden Forschers. Also die können hier richtig rumeskalieren bei dem, was sie hier machen. Wir haben es geschafft, eine neue Ladung Degenerierter einzusammeln. Aasfresser, glaube ich. Niemand wird sie vermissen. Sie hatten sogar ein Kind bei sich und einen Ghoul. Die DNA-Ingenieure werden erfreut sein. Oh, ist hier die Rede von den... von Archie und dem anderen, den Ghoul, den wir befreit haben. Einer der neuen Wissenschaftler arbeitet an einer neuen Klontechnik. Der Direktor sagt, sie hat Potenzial. Ich habe einen Sicherheitsklon in sein Zimmer gebracht. Ich möchte nicht, dass die Gehirnärzte ihn kriegen. Okay. Der Direktor ist unzufrieden mit mir. Seit die beiden Versuchspersonen entkommen sind. Ah, also da muss definitiv die Rede von den beiden sein. Wie die meisten Menschen ist er blind für Vernunft. Der Wert der Wissenschaftler ist viel größer als der Versuchspersonen. Okay. So, ich tippe mal drauf, dass überall das Gleiche stehen wird, oder? Ja. Okay, alles klar. Mensch, aber richtig Story rausgeholt jetzt aus dem Computer hier. Aber bisher auch noch nie gemacht. Ja, von der Vibe MK weiß ich jetzt nicht. So richtig überzeugt bin ich nicht. Ist zwar cool, du wirst endlich mal diese Munition los, aber das dauert natürlich auch 3 Jahre, bis du damit irgendwie ihn umgebracht hast. Und ich möchte schnell töten. Wie im echten Leben. Spaghetti? Oh, hier, die Dinger sind geil. Die nehmen wir mit, die schmecken gut. Doch mal wieder den Entmenschliche auspacken. Wie ich ihn genannt habe. Oh, guck mal, die guten alten Fallout 3 Kisten. Schade, dass man die nicht nutzen kann. Diese ollen Metallbehälter. Ah, na klar. Vorsicht. Oh, jetzt gibt's wieder. Hat ein Duster da drin. Vielleicht sollte ich mir doch mal einen Schalldämpfer hier aufschrauben. Ich habe letztens eine Wohnung gefunden, einfach so wieder beim Durchstreifen. Fand ich total cool. Da bist du nach ganz oben in so ein, also musstest halt viele Etagen hinter dir lassen. Und ganz oben war dann hat er einen richtigen Schreibtisch gebaut. Mit so Kleber und so für so einen Bastler, so einen Modellbaukleber. Oh ne, da muss ich jetzt hier nehmen. Und da waren dann ganz viele kleine Modelle zusammengebaut von den Robotern, die es im Spiel gibt. Von so einem Wachbord und einem Mr. Gatsi. Und das war total cool. Habe ich alle noch in der Tasche, muss ich noch verkaufen. Klonfleisch. Macht man damit noch irgendwas? Also eigentlich, selbst wenn man es könnte, ich würde es glaube ich nicht essen wollen, nicht mal im Spiel. So Menschenfleisch okay, ne, aber... So ein gezüchtetes Fleisch, ich weiß nicht. Ist hier noch jemand auf dem Klo? Gut, okay. Matratzenprüfung ist abgeschlossen. Er hat hier einfach nur ganz alleine in seinem Zimmerchen gesessen, ja? Seid ihr euch sicher?
Ein Holzsoldat. Ganz viele. Und Cthulhu. Oh, hier hat ihn auch Spaß. Oh, Smites Terminal. Logbuch Nummer 1. Der Fortschritt gerät ins Stocken. Und ich verliere langsam die Geduld. Es ist erstaunlich, wie die eigenen Ambitionen durch die Inkompetenz anderer behindert werden können. Die Zeit drängt und doch stecke ich hier fest. In einem Sumpf der Mittelmäßigkeit. Vielleicht ist es an der Zeit, die Fähigkeiten des Teams neu zu bewerten. Ich kann es mir nicht leisten, länger aufgehalten zu werden. Smithers von The Simpsons ist das. Tunnelhusten, er breitet sich aus wie ein Lauffeuer. In den unteren Etagen der Einrichtung aus. Die Jungs müssen strengere Sicherheitsprotokolle einführen und sicherstellen, dass jeder immer seine Atemschutzfilter trägt. Wir können nicht zulassen, dass die Belegschaft auseinanderfällt, wenn wichtige Arbeit zu erledigen ist. Vielleicht sollte ich sie ersetzen. Ja, das sollte reichen. Okay. Nummer 3. Oh, das muss immer so viel sein. Heute ist der Jahrestag von Angels Entdeckung der rätselhaften grünen Substanz. Mein Verständnis hat sich vertieft. Die Experimente haben faszinierende Ergebnisse hervorgebracht. Dennoch ist vieles immer unbekannt und Vorsicht weiterhin das Schlagwort. Wenn ich über diesen Meilenstein nachdenke, sollte ich mich daran erinnern, wachsam zu sein und des immensen Potenzials und der tiefgreifenden Risiken bewusst zu sein, die diese Substanz birgt. Auf ein weiteres Jahr der Erforschung und Aufklärung. Heute kommt ein neuer Mitarbeiter zu uns. Frisches Blut ist immer willkommen. Und neue Ideen und Perspektiven in unsere Projekte einzubringen. Eine Ergänzung, sicherstellen, ordnungsgemäß, bla bla, Abteilung integriert. So, neues Gesicht kam, alles klar. Miniaturmalprodukt, diese kleinen Figuren entwickeln sich zu wahren Meisterwerken. Die Details sind exquisit, wenn man sagen darf. Allerdings fürchte ich, dass ich dieses Hobby für eine Weile auf Eis legen muss, da ich wichtigere Dinge zu erledigen habe. Die Bösen finden keine Ruhe. Für mein zukünftiges Ich möchte ich mich daran erinnern, dass ich auf diesem gefährlichen Weg Vorsicht walten lassen muss. Die Folgen eines Fehltrittes könnten katastrophal sein. Was ist denn soweit? Die bohrende Erinnerung, dass ich wahrscheinlich die Tongeräte nutzen sollte, um mein Leben zu verlängern. Der ewige Kampf zwischen dem Wunsch, ewig ein Stubenhocker zu sein, und der nörgelnden Stimme in meinem Hinterkopf, die mir ständig sagt, Gesundheit ist Reichtum. Ich meine, klar, der Gedanke, ganz aufgepumpt zu sein, hat seinen Reiz. Aber dann holt mich die Realität ein und ich bin viel zu beschäftigt und es steht zu viel auf dem Spiel. Und die Snacks werden zu einer überwältigenden Versuchung. Vielleicht mache ich einfach ein paar Liegestütze und lasse es gut sein. Irgendwo muss ich ja anfangen, oder? Okay. Also ist das vielleicht auch wieder jemand, der extrem langes Leben wünscht, vielleicht ewiges, und dann mit halt so Klonexperimenten loslegt? Und das war nämlich so ein bisschen meine Theorie, bin ich vielleicht ein Smith? Versucht er hier einen geilen zweiten Smith zu züchten? Zigaretten? Weißt du, dann vielleicht einfach nur das Wissen zu übertragen? Das weiß ich jetzt nicht, das ist nur eine Theorie, aber dass man das ja dann bestimmt auch kann. Na, guck mal, hier hat er gepumpt. Ey, wenn du so eine Station daneben hast, neben deinem Arbeitsplatz, da kannst du ja mal regelmäßig dreimal kurz auf Platz nehmen. Das ist doch cool, Alter. Proteinpakete. So, hier hat er sie rumgetrieben, dann war.
Pass auf, ich denke mir mal, hier ist ja dann nichts los. Und dann lasse ich einmal diese Toilettenräume aus. Und dann liegt da die alles vernichtende Waffe. Oder das Kleidungsstück. So, hier haben wir den Typen abgeknallt. Was war hier? Oh, hallo. Entschuldigung, Sir. Nein! Ah! Geh weg, Angel Recruit. Hab ich. Oh, was? Ganz ruhig, Kollege. Jetzt schlecht. Was war das für eine Aktion, Mensch? Das Kacke. Aber seine Reaktion war auch gut. Eine Dienstpistole. Oh, okay, die schießen mit der Munition. Eine Bierflasche hier, Brieftasche hier lesen. Ah, oh, ja, schlimmer Tag, du. Was kann denn deine Dienstpistole? Darüber habe ich auch schon mal irgendwas im Internet gelesen. Wie bescheuert? Das Kommandomesser kann weg. Ach da, weil mit Leuchtvisier. Ja, völlig klar. 12er Schaden. Naja. Darfst du wieder haben, Kollege. Oh, hier ist wieder Scan. Sollte doch funktionieren, die können doch von hier. Scan. Welcome back, Agent. Agent? Scanning complete. Ich sag's euch, ne? Wenn das. Nennt mich sogar Agent, das Ding. Wir haben bestimmt dieselbe DNA. Ich äußere mal. Ich. Die Theorie, die mich dazu bringt. Ich hatte ja zum Anfang viele Probleme, das Spiel zum Laufen zu kriegen. Und ich habe mir einmal einen weiblichen Charakter erstellt. Und wir jetzt einen männlichen. Und als ich einen weiblichen hatte erstellt, war Smith auch weiblich. Und deshalb glaube ich, dass meine Theorie gar nicht so kacke ist. Ach, guck mal, ich habe hier gar nicht in den... Noch ein Holzsoldat. Na klar. Das kommt doch mit. Das wird nachher wieder in die Donnerbüchse geladen. Ah, jetzt bin ich schon zwei gelaufen. Oh, was die eigentlich jetzt gemacht? Oh nein! Ich habe mich verlaufen. Und gleichzeitig habe ich mir ein Gedächtnis ausgelöscht. Oh ja. So muss ein Labor aussehen. Alter. Oh, irgendwer hat mich aufgespürt. Aber hier sind ja keine Ränge unter mir, oder? Ja, von dem Ding werden diese Gläser hochgeholt. Kann man hier hochlangen? Tatsache. Aber da eigentlich schon, ne? Hier schon wieder. Ja. 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 Wow, okay. Ja. Du verbrennst. Ich sitze so.
Ja, müsste ich denn nicht so komische Punkte haben? Ja, wir sind bestimmt wieder besser und weiterentwickelt. Uns sieht man das nicht an. Initialisierung des Body-Systems. Prozess Zwischenkontrolle. Entwicklungsstatus des Behälters. Optimal pH-Wert. Hinweis: Der Prozess wurde gestartet und die Schleimigkeit sieht aus, als käme sie direkt aus einem Science-Fiction-Film. Man erwarte fast, dass die Titelmelodie von Constable Cruel erklingt. So oder so, das genetische Material ist da. Zwischenkontrolle. Abgeschlossen. Abfallproduktion. Keine Anomalien festgestellt. Nährstoffzufuhr wird angepasst, um erhöhte Stoffwechselaktivität zu berücksichtigen. Voraussichtlicher Abschluss von Phase 2 in 6 Stunden. Das System wird weiterhin überwacht. Okay. Pass an. Behälter ist ausgereift. Flüssigkeitsparameter des grünen Bioreaktors bleiben stabil. Vorbereitung für Extraktion und Stabilisierung. Stabil. Extraktion eingeleitet. Behälter bereit für Endkontrolle. 24 Stunden festgelegt. Alle Systeme melden normalen Betrieb. Wird bald alles abgeschlossen. Das grüne Bioschleimding. Notiz an mich selbst. Denkt dir einen konkreten Namen aus. Hat seine Arbeit getan. Bisher keine Strahlung auf Superkraftniveau festgestellt. Aber Daumen drücken. Ist denn Angel einfach nur so ein Schwesternunternehmen von Voltec? Diese Terminals, ne? Der hat auch ein einfacher Schalter gereicht an der Wand, Alter. Oh, sorry. Wartet mal. Krass. Hab jetzt nicht mit gerechnet. Stalker-Installation wurde abgeschlossen und da hat er mich mal kurz rausgeschmissen. Initiate the Piccadilly Protocol. Aber warte, warte, stopp! Speichern! Stoppen Sie die Selbstzerstörungssequenz. Kein Thema. Ach du Kacke, Alter. Ist er nicht treffbar? Doch, ist er. Oh. Ey, nicht jetzt. Ich trag nicht jetzt zu viel. Nein, 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 nein. Ich überlege, ob ich die Viper wegschmeiße. Oh, wir haben den Red Rocket in der Tasche. Ich habe halt einfach viel zu viel Kram bei. Das kann. Nein. Nein, das wollte ich nicht anziehen. Das sollte weg. Irgendwelchen Schrott hier loswerden. Alter, was da alles drin ist. Das ist ein Baubrenner. Ja, scheiße, was den Elektroherd. Jetzt seht's wieder. Oh, es waren noch mehr Klone. Oh, der ist hinter mir! Ah! Oh, ihr seid zu zweit. Mit dem Glas getötet. Habt ihr noch coole Zeug bei? Ich hab was noch. Ah, vielleicht dürfen wir gleich nochmal herkommen. Angel Maschinenpistole. Oh nein. Thank you.
Mein Laborrattenleiden wurde geheilt. Erforsche deine Herkunft. Und Selbstzerstörung stoppen. Fate is inescapable, isn't it? I must admit, I didn't quite think that plan through. It seems our fates are somewhat aligned. I'll never be rid of you. And that's just something I'll have to come to terms with. You want answers. I know you do. And you will get them. Let it be known. When we meet at the Palace of Westminster, all will be revealed. But I'm afraid I'll have to leave you once again. In my stead, have London. Explore her. Get a feel for her. And most importantly, be kind to her. It's yours, if you're willing to pay the price. Fahren Sie den U-Bahn-Tunnel. Okay. Alles Teil des Plans also. Das ist krass, wie lange das jetzt gedauert hat, bis wir unser zweites Leiden loswerden oder geworden sind. Ich glaube, wir haben die ganze Zeit noch 10% mehr Schaden bekommen, als es üblich wäre. So, jetzt muss ich mir mal kurz die Maschinenpistole angucken. Leistungsstarke, das ist ja das, was ich sonst hier so favorisiert habe. Der kann eigentlich auch weg, obwohl der ist eine Menge wert. Das wäre jetzt doof, das wegzuschmeißen. Ey, dass die Dinger immer so blöde Namen haben müssen und du deswegen nicht findest. Ganz oben bei A. Ey, sieht cool aus, ist aber scheiße. Macht 4 Schaden. Warum hat deine hier... Nee. Uiuiui. Ich nehme sie mal mit, vielleicht können wir was Sania draus basteln. Haben die benutzt oder hatten die die Bus bei? Die beiden Jungs vor mir standen, ey. Achso, wir müssen jetzt wahrscheinlich hier runter, hä? Oh, den Treibstoff kannst du behalten, ich darf ja sowieso nicht mehr mitnehmen. Oh, du hast einen Elektroherd mitgebracht, ja? War er denn vielleicht in dem Zug? Kleber muss mit. Oh, Brahminfleisch auch. Wie viel cooler das noch wäre. Und ich weiß ja, dass es geht. Ich habe es ja schon mal in anderen Fallout-Sachen gesehen. Wenn da immer noch so ein bisschen... Oh. Wenn da immer noch so ein bisschen Grusel mit bei wäre. Ja, aber war cool. Also war jetzt nicht so richtig... War aufschlussreich auf jeden Fall.
Lage des Landes. Zugang zu Westminster erhalten. Und das ist, glaube ich, der letzte Teil auf der Karte, der uns so fehlt, der noch so richtig abgeriegelt ist. Ich meine, ich kenne mich in London nun gar nicht aus und ich kann es euch gerade nicht zeigen. Da müssen wir erst wieder abreisen von hier. Oh, sind das noch Klone? Und da war auch noch einer. Ah, ne. Wer kloppt sie da? Infizierte. Die können sich infizieren? Aber ich komm ja nicht ran, Junge. Ach ja, ihr seid einfach nur Tunnelwurst. Ihr hört wieder zu der großen Familie Tunnelwursten. Den hier von was verballern? Oh, da habe ich jetzt richtig Lust drauf. Oh, mal so ein Ding hier nehmen. Oh, ich auch. Richtig lay plündert hier. Aber die Toten haben wenigstens Kohle bei. Arm Schweine hier, ey. Okay. Ich dachte, er macht die andere Tür vielleicht auch noch auf, aber... Na gut. Ich denke, dass wir unten nichts Story-Relevantes mehr erleben werden. Und ich mich jetzt einfach hier nur durchkämpfen muss, bis ich den Weg nach draußen finde. Wenn ich das getan habe, dann seid ihr wieder am Zug. Weil es wird hier, glaube ich, auch so ein bisschen labyrinthartig wieder sein. Alles klar, Leute. Schön, dass ihr dabei wart. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Fallout London. Haut rein!